Unser vorletzter Vortrag heute. Jetzt gibt es noch die Chance. Jetzt gibt es noch zwei sehr spannende Vorträge. Und der erste, jetzt auch wieder gestalterisch geprägte Vortrag, ist von Aida Bakhtiari. Aida war Meisterschülerin an der Akademie in München und ist jetzt seit 2016 im Studiengang Kunst und Multimedia an der LMU München. Aida hat auch an vielen Ausstellungen schon teilgenommen und hat auch Preise gewonnen. Unter anderem hat sie auch an der Ars Electronica in Linz, hat sie sich auch beteiligt, eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Und sie wird uns vorstellen ein Projekt, Mobin Chan Projekt Serious Games, wo Designerinnen und Designer nutzerorientierte Entwicklungsmethode mit einer nutzerorientierten Entwicklungsmethode gemeinsam mit sehbehinderten Kindern Fördermittel entwickelt haben als 3D-Modelle, die man dann auch Open Source verwenden kann. Und dieses sehr spannende Projekt wirst du uns jetzt vorstellen. Dankeschön. Danke, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass ihr zuhört. Ich habe das Projekt gestartet, nachdem ich ein Kind beim Spielen beobachtet habe, als ich als Dolmetscherin gearbeitet habe nebenbei. So ist mir die Idee gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde für dieses Kind einen Wurf... Hört ihr mich eigentlich gut? Ich höre mich selber nicht, deshalb sehr gut. Ich habe die Überlegung gehabt, für dieses Kind ein Spiel, ihr Lieblingsspiel, blindengerecht zu machen. Dann habe ich mich selber auf die Beine gemacht und habe erstmal mit Hilfe von 3D-Modellierung diese Spiele entwickelt, habe die dann gedruckt und habe es ihr in der Hand gegeben. Sie fand das gut, wir könnten damit spielen zusammen, sie konnte mit ihren Eltern damit spielen. Und dann war das irgendwie zu Ende und dann habe ich mir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Was wäre denn, wenn andere Kinder dieses Spiel spielen wollen? Habe ich mir gedacht, gut, dann könnte man eventuell eine Seite machen und mit dieser Website könnte man die Modelle hochladen, dann könnte sich das eigentlich jeder wie ein normales PDF oder was so ausdrucken und die benutzen. Da die Spiele aber jetzt noch nicht ganz gut waren, beziehungsweise ich noch nicht ganz zufrieden war, habe ich mir gedacht, dass man vielleicht eine Kooperation starten könnte zwischen die Universität und, das ist jetzt noch hier, zwischen Universität und Sehbehindertenzentrum. Man muss sagen, diese Phasen sind so ineinander übergegangen. Ich habe erst nach Projektförderungen geschaut, ich würde dann gefördert, somit könnte ich dann die Universität und die Sehbehindertenzentrum überzeugen, dass eine Kooperation stattfinden soll, kann, und die waren alle einverstanden und so haben wir das, haben wir damit angefangen, dieses Projekt zu machen. Das heißt, ich hatte auf der einen Seite Studenten, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, auf der anderen Seite Kinder, die in dem Projekt teilgenommen haben, jeweils 10 Personen auf beiden Seiten. Und die Frage war, wie gehen wir das an? Wie können wir das machen, dass wir in einer ganz kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, ein Spiel oder mehrere Spiele kreativ umsetzen können? Und da ist mir gekommen, dass wir natürlich diese UCD, User-Centered Design, das ist ein ganz gutes Modell, dazu dient, so ein Projekt zu starten. Das hat mehrere Modelle, das man plant am Anfang, dann versucht man zu designen und dann hat man Prototypen und dann geht man nochmal zu den Benutzer hin und schaut, ob man das, was man entwickelt hat, auch wirklich brauchbar ist, ob man was damit anfangen kann oder ob es eigentlich noch verkopfte Designer-Ergebnisse sind. Die erste Phase war die Beobachtung. Ich bin in der Schule gegangen. Ich hatte 3 Termine mit den Kindern, weil sie auch eigentlich alle total straffen Zeitplan haben und überhaupt keine Zeit. Deshalb habe ich mich auf ein paar Sachen konzentriert. Ich habe die Knetfiguren kneten lassen. Die kann man dann an unserem Stand nachher dann anschauen, um zum Beispiel zu beobachten, wie groß müssen die Figuren sein, wie groß machen die Kinder selber die Figuren und so weiter. Und dann haben wir noch weitere Informationen gesammelt zum Spielverhalten oder zu Spielideen der Kinder. Die Kinder sind teilweise selber angekommen mit fertig durchdachte Spiele. Die haben super Ideen gehabt, wie diese alle Spiele funktionieren sollen. Andere Kinder haben ganz andere Ideen mit reingebracht und so weiter. Und so könnte man so eine grobe Zusammenfassung stellen, was alles für Ideen da sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Befragungen durchgeführt, was sind eure Lieblingsspiele und so weiter, haben ein bisschen Informationen gesammelt, ich gehe mal schnell drüber.
Und dann haben wir noch Informationen zum Spielverhalten gesammelt, die durch Beobachtungen entstanden sind. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Spielbereiche. Also was wir total gut beobachten konnten, ist, dass zum Beispiel die Kinder Würfel in der Hand nehmen, ganz viel durch mündliche Kommunikation stattfindet. Das heißt, die würfeln, die fragen sich dann gegenseitig, was hast du denn gewürfelt? Dann sagt der eine 6. Das wird dann nicht mehr kontrolliert und der Würfel wird weitergegeben. Am liebsten hat aber jedes Kind einen Würfel für sich in der Hand, weil diese Prozedere von Würfeln weitergeben allein schon ein Hindernis darstellt, weil man dann sofort nach dem Würfel sucht. Es dauert immer, dann sagt man, okay, wo ist der Würfel, wer hat den Würfel und so weiter. Und diese ganze Beobachtungen haben wir versucht, in einem Spielergebnis quasi mit einzubeziehen und mit einzubeziehen. Andere Aspekte, die bei dem Projekt natürlich total interessant waren, war die studentische Seite. Die Studenten waren da und hatten auch ihre eigenen Ideen, die wir natürlich auch mit einbeziehen müssten, weil es ein studentisches Projekt ist, weil es ein Rahmen der universitären Rahmen ist und so weiter. Und dann haben wir die Studenten ein bisschen Training gegeben. Wir haben externe Personen eingeladen, die sie weitergebildet haben, auch in 3D-Modellierung, auch in User Experience. Und so sind wir zum Designprozedere gegangen. Wir haben festgestellt, dass das gut wäre, von der studentischen Seite erstmal ein existierendes Spiel anzupassen. Die Studenten wollten unbedingt Werwolf haben. Das haben wir mit einbezogen, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir noch ein neues Spiel aus allen Ideen, die Kinder hatten und auch einige der Studenten. Daraus machen wir auch ein Spiel und dann nehmen wir noch die Spiele, die die Kinder für sich entwickelt haben und versuchen, die alle miteinander so zusammenzubringen, dass wir am Ende einen Koffer oder ein Spielset haben, die jedes Kind für sich behalten kann und für sich haben kann. Und mit diesem Set könnte man mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Das heißt, was wir jetzt vorne präsentieren, ist ein Set, ein Spielerset, was für jedes Kind quasi existieren kann. Und genau, mit diesem Set kann man unterschiedliche Spiele spielen. In der Ideensentwicklungsphase haben wir ganz unterschiedliche Sachen nochmal ausprobiert, mit Größe und so weiter, und haben quasi uns festgesetzt auf diese drei Spiele. Gefangenensturm ist das Ergebnis von den Spielen von den Kindern, die zusammengefasst worden sind. Die Kinder hatten sehr oft das Bedürfnis, Würfelspiele zu spielen. Das heißt, die haben mehrere Ideen gehabt, 3 oder 4, ich habe es jetzt nicht genau mehr im Kopf, dass man würfelt und dann weiterkommt und ein Ziel erreicht. Andere Kinder hatten sehr viele Ideen mit Bewegung und die beiden haben wir versucht nochmal miteinander zu kombinieren. Das heißt, wir haben ein Spiel entwickelt, das nennt sich Gefangen im Sturm. Sehr viel Geschichte kommt mit dabei, dass die Kinder versuchen quasi zusammen ein Ziel zu erreichen. Das war auch ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Gefangenen im Sturm-Spiel. Man gewinnt bei diesem Spiel nur gemeinsam. Und das funktioniert so, dass man würfeln muss, man kommt weiter, Ziel ist, dieses Häuschen in der Mitte zu erreichen. Und die Bäume könnte man, das sind quasi Hindernisse, durch diesen Würfelsturm, durch den Wind in einem Haus reingeworfen worden sind. Und man musste diese Bäume quasi aus dem Weg schaffen. Und diese Bäume haben mehrere Hindernisse und die Kinder mussten zusammen die Hindernisse lösen. Das heißt, man hat einerseits einen Würfel, den man würfeln muss, um voranzukommen. Auf der anderen Seite hat man einen Hinderniswürfel, in dem man unterschiedliche Hindernisereignisse würfelt quasi. Zum Beispiel, wenn man es sind unterschiedliche Spiele, es sind 6 unterschiedliche Spiele, auch von den Kindern gemacht. Und diese Spiele müsste man dann bei jedem Baum spielen. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei dem ersten Baum ist, wirft man einmal den weißen Würfel, diese Hinderniswürfel, und dann müsste man gemeinsam ein Tier erraten. Und nachdem man gemeinsam dieses Tier erraten hat, darf ein Kind weiter würfeln und weiterkommen. Die Papierprototypen haben wir danach erstellt und auf Basis dieser Papierprototype haben wir die 3D-Modellierungen gemacht und dann sind wir mit dem ersten 3D-Modell und mit unserem ersten Prototyp, quasi fertigen Prototyp, sind wir zu den Kindern gegangen. Jedes Kind hat für Weihnachten eine dieser Kästchen, eine dieser Spielesets bekommen. Gedanke war, dass die Kinder das dann während dem Weihnachten zu Hause testen können und uns dann wiederum ihr Feedback geben können, was
was sie verbessern würden, wie das angekommen ist, was wir an dem Spielen verändern können. Und eben diese vier Spiele, die am Rand beschrieben sind, kann man mit diesen Sets spielen. Und danach waren wir dann nochmal bei den Kindern quasi in dieser diese Test und haben das mit denen gespielt, haben beobachtet, wie sie spielen, haben sie Tagebuch führen lassen und haben nochmal diese Prozedere nach Weihnachten angefangen. Das heißt, wir haben nur noch einen Monat gehabt, um noch einen neuen Prototyp zu erstellen und das Ganze nochmal, diese Prozedere nochmal zu durchlaufen. Haben uns Prioritätenlisten gemacht, was wir jetzt alles am besten verbessern wollen und wie wir das machen wollen. Und sind dann nochmal losgegangen. Viele Modelle haben wir nochmal weiterentwickelt, von dem Detaillierten in weniger Detaillierten, damit die Kinder die besser spüren können. Und haben einen besseren Spielablauf entwickelt, die auch für Behinderten, also Sehbehinderten gerecht sind. Ich habe jetzt die normale Version hier, aber die Kinder könnten sie dann selber ertasten, was sie genau spielen müssen und so weiter. Und haben dann ein Spielbrett entwickelt, die man von beiden Seiten quasi die beiden Spiele spielen kann. Und dann war wieder Zeit, dass wir zu den Kindern gegangen sind und nochmal mit denen das Ganze getestet haben. Das ist viel besser geworden, das muss man sagen, bei dem zweiten Spiel, aber einiges ist auch natürlich noch nicht optimal. Warum ich diesen Vortrag überhaupt angemeldet habe oder warum die Professorin, die das Ganze natürlich auch begleitet hat, mir nahegelegt hat, dass es schön wäre, diesen Vortrag hier zu halten, ist nicht nur, dass wir das entwickelt haben, das ist nur eine kleine Idee, ich glaube nicht, dass das jetzt weltbewegend irgendwas verändern will, sondern ich glaube, wichtig ist an dem Projekt oder was gut funktioniert hat an dem Projekt, ist die Zusammenarbeit. Ich glaube, für den Studenten und für die Kinder ist es für eine unglaublich wertvolle Ereignis gewesen, dass man zusammengearbeitet hat. Ich glaube, weder die Studenten alleine noch die Kinder alleine hätten diese Erfahrung gemacht und ich glaube, das ist für die zukünftigen Vorlesungen, egal ob es in künstlerischer oder medieninformatischer Seite oder für die Schulen, eine sehr große, gute Erfahrung gewesen. Auch von den Lehrern ist es sehr positiv empfunden worden, dass diese Zusammenarbeit stattgefunden hat. Genau, die Website steht, das ist noch under construction, wir arbeiten noch dran, es ist sehr viel Arbeit und viele machen das freiwillig und ich bedanke mich an alle, die da mit teilgenommen haben und an euch, dass ihr zugehört habt und es tut mir leid, ich bin total krank, ehrlich gesagt, ich komme direkt aus dem Krankenbett und werde da gleich wieder hinlatschen, falls meine Gedanken nicht ganz so durchschaubar waren, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Dankeschön. Vielen Dank, Aida, dass du dich aufgerafft hast. Ja. Und ich denke mir, auch wenn jetzt noch Fragen sind, dann entlassen wir dich trotzdem. Nein, Fragen kann ich schon. Okay. Gibt es Fragen dazu, zu diesem Projekt? Oder wollen wir... Also was ich mich spontan gefragt habe, wie haben sich die Kinder orientiert auf dem Brett jedes Mal erfüllt? Oder... Die erfüllen das auf jeden Fall. Also wir haben diese Löcher, an denen sie sich orientieren und die Kinder sind erstaunlich gut in sowas. Also man denkt das auch immer nicht, aber die sind erstaunlich gut in was das angeht. Und was auch total spannend ist, ist diese mündliche Kommunikation, die natürlich diese Spieler nicht ersetzen können. Also die helfen sich gegenseitig, die haben eine unglaubliche Stärke, sich Sachen zu merken. Das war auch einer der Gedanken, dass wir noch mehr Spiele einbauen, die zum Beispiel genau diese Stärken noch mehr fördern. Und genau, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also Respekt aus der Idee, was dann daraus geworden ist, gefällt Dankeschön. Mir sehr gut. Ja, ein kleines Detail dazu. Muss man sich die Kinder als ganz blind oder massiv einfach nur eingeschränkt vorstellen? Ganz unterschiedlich. Ja, also die Sehbehindertenschule hat nicht, also nicht alle Kinder waren überhaupt blind. Es gibt ganz, ganz weite Bandbreite von ganz blind, eigentlich ganz blind, schwarzsehend haben wir jetzt niemand gehabt. Die meisten Kinder können zum Beispiel solche grellen Farben ganz nah an ihre Augen bringen und dann doch erkennen. Das sieht man auch in dem Tagebuch, was ich denen dann noch mitgegeben habe. Sehr wenige haben, also wir haben schon überlegt gehabt, wie sie da was reinschreiben können.
aber sehr viele haben mit Farben, also ich habe sie auch gebeten gehabt, Farben, die sie sehr gut sehen können, drauf zu malen, damit man später eventuell, falls man dann farbig drucken will und so weiter, vielleicht damit arbeiten kann. Aber es ist ganz unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Krankheiten. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass man nicht weiß, was sie sehen. Genau. Noch eine Frage vielleicht? Sonst, das ist ja was zum Anfassen. Ja, genau. Sonst könnt ihr gerne hinschauen und direkt und einfach mal losspielen. Ja. Super. Vielen herzlichen Dank, Aida, und ganz, ganz besonderen Dank, dass du dich aufgerafft hast, obwohl du schon so fertig warst. Vielen Dank. Okay.